Herzlich willkommen zurück, Elden Ring, Schatten des Erdbaumes, Wilbald wildert weiter. Und falls ihr die letzte Folge verpasst habt, hole ich euch ganz kurz ab. Hier hinter uns ist immer noch nichts, weil wir das Kartenstück noch nicht eingesammelt haben, was hier ist. Aber ein Stück weiter hinter uns ist immer noch hier diese prächtige Burg. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Burghausen. Und das ist eines der irrsten Level ever. Es sieht relativ klein aus, aber es ist gigantisch. Hat verschiedenste Ebenen, gefühlt 10 Stockwerke, Balkons. Und es ist völliger Wahnsinn, diese Welt hier. Und da haben wir ja auch einen Boss getroffen. Den haben wir erstmal links liegen lassen. Was heißt, wir haben schon eine Weile gegen ihn gekämpft. Und zwar heißt der Mesmer. Und dann habe ich aber gedacht, ich muss, obwohl er schon Spaß macht, ich muss mich noch ein bisschen weiter umsehen. Vielleicht ein bisschen leveln. Da kommen wir irgendwann zurück. Und dann waren wir gestern noch hier. Da liegen auch noch meine Seelen. Das Refugium des Baumkults. Da ist so ein Baumboss. Und der hat mich komplett genervt. Auf den hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Hab meine Seelen liegen lassen. Hab gesagt, ich habe ja noch ein anderes Bonfeuer, was mich weiterbringt. Und das war dieses hier. Und dann sind wir hier in diese Welt. Und sind jetzt hier. Wir sollten natürlich als erstes mal, glaube ich, in den Süden und dieses Kartenstück besorgen. Und das machen wir jetzt auch. Wie lange ging es gestern eigentlich noch, fragt Gesa. Ach so, bis 11. Nicht so lang. So. Wir wollen hier in den Süden jetzt. Habe ich hier einen kleinen Abgrund, ne? Das habe ich befürchtet. Was ist da unten? Eine Mücke. Mal da geht's lang. Und ja, da geht's auch lang. Aber wir gehen erstmal hier lang. Hallo. Ein bisschen mit den Rehen reiten ist auch schön. Was haben wir hier? Wieder die Wölfe unterwegs. So, wo geht's denn jetzt hier runter? Schau mal, da ist eine Ebene. Da könnte ich, glaube ich, rauf. Ich probier mal. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Ist halt so. Ach scheiße, wer ist er denn hier? Ups. Ist das ein Freund oder ein Feind? Ich glaube, er war ein Feind. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber man muss lieber einmal draufhauen, als nicht draufhauen. So, ich werde mich jetzt hier gar nicht lange umschauen. Das erste Ziel ist, sonst werde ich wieder abgelenkt, ist jetzt das Kartenstück einzusammeln. Oh, shit. Mal gucken, komme ich jetzt hier am ehesten runter? Da ist ein kleiner Vorsprung. Da geht's auch weiter, oder? Hier auf diese Maladesäule. Komme ich von hier runter? Belebe ich das? Weiß man nicht. Ich glaube, ich überlebe das. Vielleicht aber auch nicht. Was ist da? Nimm mal einen Schluck aus der Pulle und probier mal mein Glück. Ah ja, siehst du, easy. Okay. Also, da hinten dieser blaue Strahl, das ist das Kartenstück. Wie weit sind wir noch entfernt? Aha, Hälfte haben wir. Hör ich hier irgendwas? Fuck! Was bist du denn? Was ist denn das für ein fantastisches Wesen?
geil. Das ist ein Nilpferd-Nashorn. Hi. Ich bin auf der Suche nach einem Kartenstück gerade. Ich weiß nicht, ob du mir dabei helfen kannst. Das ist ja geil. Ein ziemlich abgefucktes Zombie-Nashorn-Nilpferd. Und jetzt? Was nimmt der Anlauf und jetzt will er auf mich losstürmen oder was? Ich wollte eigentlich nur ein Kartenstück besorgen. Und was hat er da? Guck mal, der hat so einen Greifenschwanz. Das ist eine Mixtur aus verschiedenen Tieren. Der sieht aber übel mitgenommen aus. Der hat überall so Ekzeme und Eiterdatteln. Da ist noch eine Treppe, guck mal. Da ist ja alles kaputt hier, ne? Tja, also eigentlich wollte ich ja das Kartenstück holen. Aber es ist natürlich auch jetzt ein interessantes Aufeinandertreffen. Ich guck mal, ob ich jetzt hier ohne Probleme runterkomme. Jetzt wird er mich wahrscheinlich gleich hauen wollen. Na, eher so an dieser Seite, oder wie? Boah, das ist ja einfach so ein... Guckt euch das mal, wie groß das noch alles ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da so easy hinkomme zu dem Kartenstück. Vielleicht muss ich da auch von der anderen Seite kommen. Vielleicht sollte ich auch besser von hier irgendwo... Vielleicht hätte ich einfach von dieser Seite kommen müssen. Das ist schon recht tief. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Oh Mann, guckt euch das mal an. So nice. Aber hier kommen wir nicht so runter, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da ist noch wieder so ein Feuerbruder. Ist das der? Ne, das ist ein anderer, ne? Okay, geil. So. Also. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich jetzt von hier weiterkomme. Da sehe ich einen Balkon. Und einfach mal runterspringen. Da brauchen wir erst das Nilpferd platt machen. Komm, machen wir erst das Nilpferd platt. Hey, du hast mein Tier gekloppt. Okay, jetzt habe ich die Nase voll. Warte mal. So. Mein kleines Nashorn. Oh. Das tut mir fast ein bisschen leid, weil das eine sehr prächtige Kreatur ist. Aber wir kriegen auch ein Schattenbaumfragment. Das war es natürlich jetzt wirklich wert. Das mussten wir machen. Das ist völlig alternativlos. Wo hatte ich jetzt gerade diesen Balkon gesehen? Wo war das? Da. Boah, komme ich da runter oder bin ich dann des Todes? Wir probieren es einfach aus, ne? Tod, scheiße. Ja, okay. Das war höher, als ich dachte. Was willst du machen, ne? Warte mal, wir können mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe nicht genug Fragmente für einen Levelaufstieg. Nee. Stufe 7 sind wir schon.
So, holen wir uns erstmal hier unsere Seelen wieder. Bevor ich es vergesse. Die hoffentlich hier unten noch. Ah ne, warte, ich muss jetzt ja nicht. Ah, warte mal. Ich muss jetzt erstmal wieder runter. Ja. Ich glaube. Na gut, das können wir vergessen, ne? Wir müssen da hinten wieder runter. So, ich bin über die Säulen runter, ne? Hier werde ich wahrscheinlich sterben. Das mit den Säulen war, glaube ich, schon die richtige Idee. Aber ich zweifle tatsächlich gerade dran, ob das die beste Idee ist, an das Kartenstück zu kommen. So, wo war ich jetzt? Mich hier runtergesprungen? Fuck, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das ist... Ich bin da hinten auf die Säule. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Never change a winning tactic. Was haben wir hier? Oh, ich muss hier noch alles erkunden. Eins nach dem anderen. Was ist das? Oh, da geht's auch wieder rein. Ich bin so neugierig. Wir gucken nochmal, glunzen nochmal ganz kurz, ob da ein Bonfire direkt ist. Geil. Aber ich brauche meine Seelen doch wieder. Ich vergesse die sonst. Jetzt war auch nicht so viele gewesen, aber... Wo bin ich jetzt nochmal runter? Ich bin noch an so eine... Da muss ich doch runter. Da ist so eine Säule, guck mal. Kann ich die hier nehmen? Ja, und jetzt? Haha. Oh, ich glaube, das war eine dumme Idee. Oh, warte mal, da gibt's ein bisschen... Ja, da. Ach, come on! Das war doch nicht hoch! Nee! Nee, das fand ich jetzt Quatsch mit Soße. Das war doch nicht hoch. Von da hätte ich gesprungen. Von der anderen Seite hätte ich springen müssen. Na, egal. Jetzt sind, da sind sie fort, die Seelen. Aber ist egal. Seelen sind mir derzeit noch nicht mehr so wichtig. Dann mache ich jetzt was anderes. Dann gehe ich jetzt dahin, wo ich gerade diesen coolen Eingang getroffen habe. Gucken wir mal eben, was da ist. Das hat jetzt meine Neugier gepackt. Was war hier? Genau. Was mag hier sein? Willst du mich angreifen? Nö, alles klar. Das sind dieselben Geister da, die auch in dem... dieser Burg waren. Die Gelehrten. Das sind die etwas weniger Gelehrten. Oh, warte, das war eine dumme Idee. Da ist nämlich, glaube ich, ein Item. Oh Gott, ich hasse dieses... Das Kletterverhalten des Gauls ist teilweise sehr widerborstig. So, da sehe ich doch, dass da was ist. Nein! Ey! Hör auf! Hat dir nichts getan. Bin nur mal hier zum Gucken. Was ist das für ein Gewölbe? Erstmal hier unten gucken. Meine Güte, das ist doch so frech. Die ganze Zeit wartest du. Hast du seit Jahrhunderten so einen Topf oben auf dem Kopf? Falls mal einer kommt oder was? Jetzt haben wir ein Problem miteinander.
sehr dumm. Wir sind natürlich erzürnt und üben jetzt Rache. Was war das denn? Das war wieder so ein Ungeduldsding. Der hatte, ich hätte nur noch einmal schießen müssen, dann hätte ich ihn gehabt. Und dann, das ist immer wirklich eine Geduldsprobe. Wenn man den eigentlich, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe ihn jetzt und dann macht er noch eine Combo, mir fällt es dann sehr schwer, was sagt das über meine Persönlichkeit aus? Ich müsste mir mal einen Psychologen suchen. Mir fällt es dann sehr schwer, nochmal die komplette Combo abzuwarten, die der macht, nur noch für einen letzten Schlag. Weil ich sehe das dann irgendwie nicht ein. Ich denke dann so, ja, ich habe den doch eigentlich schon besiegt. So, was will der denn jetzt noch von mir? Weißt du was? So, jetzt Nase voll. Oh, eine Fluchklingenmaske. Was kann die denn? Eine Maske mit einer Krone aus verschlungenen Hörnern, die jene tragen, die das Göttliche anzurufen suchen. Die göttliche Anrufung steigert das Geschick des Trägers, bewirkt aber auch, dass der Segen des Erdenbaums Übelkeit hervorruft. Dadurch verringert sich die wiederherstellende Wirkung, wenn man aus einer Flasche mit heiligen Tränken trinkt. Das Tragen dieser Maske beeinträchtigt außerdem den Fokus. Die das göttlich anzumachen. Okay. Interessant. Gibt's Fortschritt? Natürlich gibt immer Fortschritt. Klar gibt's Fortschritt. Den lasse ich in Ruhe. Der ist nämlich nett. Der hat sich dieser Rebellion nicht angeschlossen. Der beugt das Knie. Dementsprechend wird er verschont. Oh, hier ist ja eine große Tür. Die sieht aber nicht so aus, als wenn man sie öffnen könnte. Man kann sie öffnen. Ich habe mich getäuscht. Ey, ich öffne die Tür. Können wir mal aufhören, mich anzugreifen? Das war richtig rotzefrech. Was ist das hier für ein Hebel? Hätte ich die Tür auch von der anderen Seite öffnen können, oder was soll mir das sagen? Ach, guck mal, da ist wieder so eine Skorpionspinne. Ach. Was ist das da oben? Einfach nur Glut. Das sind schon. Also, ich versuche wirklich in allem, was lebt, irgendwie Schönheit sehen zu können. Und da jetzt nicht mit rein menschlichen Maßstäben ranzugehen und auch sagen zu können: Oh, guck mal, der hat so richtig. Schönen roten Stachel, der baumelt da so, guck mal, fast in der perfekten kreisrunden Form. Dazu diese schicken, langen, behaarten Beine, aber ich kann das nicht aussprechen, ohne dass ich mir selber Gänsehaut mache. Es tut mir leid. Einige Geschöpfe sind. Ach du Scheiße.
Aber wie viele von diesen Ekelhaftigkeiten gibt's denn hier? Oh, ich habe wirklich eine Gänsehaut. Schattenreiche Rune. Ich frage mich manchmal, ob so in der Generationsbiografie eines Menschen Dinge passiert sind, die sich dann in solchen Ekeln manifestieren. Also kann es zum Beispiel sein, dass einer meiner Vorfahren in einer Welt lebte, in der diese Skorpionen, Spinnen, Kriechtiere irgendeine Relevanz hatten, dass es vielleicht mal so einen Krieg gab gegen die oder so. Der Krieg gegen die Riesenskorpionspinnen. Und dadurch hat sich so wirklich im Gencode dieser Ekel vor diesen Kreaturen manifestiert, auf dass man das niemals vergisst. Dass man diese Leere, die man mit Blut bezahlt hat, nicht innerhalb von ein, zwei Generationen verlieren kann, sondern dass man bis ans Ende aller Tage weiß, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht. Und wenn du die siehst, dann überkommt dich der Ekel, weil du genau weißt, nähere dich denen einfach nicht. Das muss ja irgendeine Herkunft haben. Wer mich nicht angreift, wird leben. Das ist die Message. Wer mich nicht angreift, der wird leben. Der Typ wieder mit seinem Topf. Der hat Topfdienst. Günther, du hast heute übrigens Topfdienst. Oh, was? Schon wieder Topfdienst? Och man, ich hatte letzte Woche erst Topfdienst. Ja, ist egal. Hier, Jens ist krank geworden. Wie krank geworden? Ja, der hat Fieber. Wie Fieber? Der hat nicht mal einen Körper, der ist ein Geist. Ja, der hat Geistfieber. Wie Geistfieber? Was ist denn Geistfieber? Ist dir mal aufgefallen, dass Jens jede Woche eine andere Ausrede hat? Letzte Woche wollte er bowlen gehen. Warum hast du mich jetzt getroffen? Vor allem, was ist dein Plan B? Du haust mir einen Topf über den Kopf. Und was ist dann, wie geht's dann für dich weiter? Du hast diesen einen Topf. So, und dann hast du ihn geschmissen. Und wie geht's dann für dich weiter? Was war das? Was war das denn? Der hat sich einfach verpieselt. Der hat das einzig Richtige gemacht. Er ist einfach im Erdboden versunken. Das war mal ein schlauer Typ. Der hat hier den Topfdienst verweigert. Cleveres Bürschchen. So, da gehen wir gleich rein. Erstmal kurz noch um die Ecke. Da ist der nächste Töpfling. So, und jetzt? Was machst du jetzt? Ich will mal wissen, was du jetzt machst. Okay. Er hat mit der blanken Geisterfaust in mein Gesicht gelangt. So, ich mal kurz gucken. Ist das der? Ah, nee. Oh, ich kann auch zu Fuß gehen. Kam ich da eben runter? Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Halle einmal abgeschritten. So, was poolen die denn hier eigentlich in der Erde rum? Was haben wir hier? Oh, das sind Riesenschnecken. Oh, guck mal. Oh Gott, die haben riesige... Oh nein, das sind Schlangenschnecken. Okay, ich kann ja alle auf einmal machen. Ich dachte gerade, die sind total putzig. Stellt sich raus, das sind widerwärtige Kreaturen. Das ist der nächste von denen. Überhaupt? Was ist das überhaupt schon wieder für eine Katakombe? Die ist ja wieder riesig. Hier dampft irgendwas Blaues. Ist das vielleicht ein römisches, eine Therme? Auch das ist so eine Leere, die ich jetzt gezogen habe, ne? Normalerweise hätte ich die Schnecken immer sein lassen, aber die hätten auch überleben können, wenn sie einfach Schnecke geblieben wären. Aber nein.
Sie mussten ja ihren... Ach, guck mal. Komme ich da noch weiter hoch? Nee. Das wäre ein alternativer Eingang gewesen in diese Grotte hier. Aber war es das denn schon? Ah, das ist einfach nur eine andere Ebene. Ich dachte, ich komme hier quasi raus. Aber ich bin hier immer noch drin. Schnapp mir diesen Pilz. Was sind das für Getiere? Da geht's rauf. Was seid ihr für welche? Oh nein, ihr seid auch Ekelhaftigkeiten. Alles, was summt und fliegt, ist auch immer richtig scheiße. Weil die dann oftmals... Kommt man nicht an die ran. Mach ich auch nicht. Ah. Fliegenschimmel, den habe ich mir schon immer gewünscht. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz da. Kamen wir runter. Okay, wo gehen wir denn jetzt weiter? Das ist ja schon wieder gigantisch. Da geht es wieder rauf. Hier kann man sich komplett wieder verlaufen. Haben Sie gehört, wie die gehustet hat? Oh Gott, die Arme ist auch richtig krank. Eine Rune. So, das ist jetzt aber nicht der Strahl, aus dem ich kam. Was ist das? Der glitzert. Aha. Habe ich gerade von dem Schattenbaumfragment bekommen? Aber doch nur, weil der geglitzert hat, oder? Ich krieg doch nicht von jedem Töpfling sowas. Alter, jetzt sag mir nicht, dass man das von jedem Töpfling... Deswegen ist der im Erdboden versunken, oder was? Aber das... Nee, warte mal. Der hat aber geglitzert. Der andere hat doch nicht geglitzert. Kriege ich das von jedem? Nee, nur mit der anderen hatte nicht geglitzert, der im Erdboden versunken ist, oder? Okay, das merke ich mir. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, guck mal, da ist so ein Dingsbums. Und da unten ist eine Gnade auch. So ein geiler Tempel. Ist das ein Fahrstuhl oder so? Nee. Das ist ja einfach alles so groß und ey! Warte mal, bist du der von vorhin? Nein. Du bist ein anderer, du bist nur baugleich. Und ich kenne deine Baureihe jetzt und ich werde dich einfach komplett jetzt töten. So. Wir jetzt, haben uns jetzt ausgetobt. Oh Gott, das dauert viel länger, wenn man reitet. Blutungsschaden genommen. Ja, das war wieder so ein... Da hatte ich keinen Bock auf Geduld. Auch jetzt wieder. Kein Bock. Das ist genau das, was ich vorhin meinte, ne? Dieser eine Schlag. Ich weiß, ich muss nur noch einen Schlag machen. Aber ich sehe nicht ein, dass er seine Combo noch machen darf, wo er doch eigentlich nur schon eigentlich tot ist. Ich weiß nicht, warum ich so ein Mindset habe. Das muss ich dringend ablegen. Das muss auch irgendeine Ursache haben. Ich muss das ergründen.
Das ist wie beim Schach. Wenn du keine Chance mehr hast oder bei irgendeinem Strategiespiel und einfach nicht aufgibst, sondern den Gegner dazu zwingst, noch eine Stunde seines Lebens damit zu verbringen, jeden kleinen Bauarbeiter, den man irgendwo am Karteneck versteckt hat, zu finden, aufzuspüren und zu vernichten, damit man regulär gewonnen hat. Das ist einfach, ich glaube, daran liegt das. Ich mag das einfach nicht. Wenn jemand... Hallo, guten Tag. Mann, ich hab doch... Wieso grapschen Sie denn nach mir? Ich hab guten Tag gesagt und wollte nichts weiter von Ihnen. So, also ganz kurz. Es gibt hier so viel Wege und Abzweigungen schon wieder. Wir sind ja über diesen Strahlemann gekommen. Und zwar über dieses... Da, über das Ding da. Warte mal, ist der auch am Glitzern hier? Nein, das ist doch kein Glitzern. Nein, das ist doch ganz reguläres Geistsein. So, da sind wir hochgekommen. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Das ist ja einfach nur gigantisch groß. Da geht's weiter. Da ist noch so eine Skorpionfamilie. Und da geht's aber auch weiter, meine ich. Gucken wir erstmal in diesen... Oh, da ist auch noch ein... Ach du Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Sind da an der Decke noch mehr von denen? Die sich dann wieder fallen lassen oder so? Zum Glück sind die nicht so ultramächtig. Das ist wieder... Macht's erträglich, dass die relativ schnell down sind. Okay, soviel zum Thema. Jetzt unterschätze ich die natürlich schon wieder direkt. Was hat er denn da oben bewacht? Er wollte da auch an dieses glitzernde Teil ran. Das ist nur ein Dunkelschmiedestein. So, da ist ein kleines Türchen. Ist das zugerollt? Oder komme ich da durch? Ne, da komme ich noch durch, ne? Was ist das denn? So ein kleiner Lüftungsschacht. Der ist sehr grob nur behauen. Also die Wände und so. Das ist kein regulärer Gang. Das ist, glaube ich, eher wirklich eine Belüftung oder ein Geheimgang. Aber das ist kein regulärer Durchgang. Das hätten die anders gebaut. So, jetzt kann ich nicht sagen, ob ich hier schon war. Irgendwas schabt hier noch rum. Okay, da ist wieder eine Treppe. Ich... Keine Ahnung. Das ist ja so... Warte mal, hier ist eine große Tür. Die habe ich ja vermutlich selber geöffnet. Ich glaube, ich laufe jetzt hier im Kreis. Da links geht eine Treppe hoch, oder was ist hier? Nee. Da. Okay, warte, dann... Ich glaube, ich bin jetzt hier auf dieser Ebene im Kreis gelaufen. Diese Tür wird ja nicht ohne mein Zutun geöffnet worden sein. So, also da ist diese kleine Tür. Dann gehe ich jetzt nochmal diese Tür zurück. Die bin ich ja vorhin auf jeden Fall nicht gegangen. Schneller mit dem Tierchen. So, dann gehen wir mal hier diese Seite. Besonderes Augenmerk muss ich jetzt auf... Oh, hier, Töpfe mit Glitzer halten. Wenn die alle... warum? Oh, warum? Ihr seid so eklig. Jetzt rollt er auch noch rum, ey. Halb Spinne, halb Skorpion, halb Rollmops. Entschuldigung, das war Kollateralschaden. Ja, ich kann es Ihnen nicht übel nehmen. Ich habe zuerst nach ihm geschlagen, aber jetzt... Ich hatte mich entschuldigt, ne? Scheiße, falsche Seite. So.
So, guck mal, der... Wir sind cool miteinander, oder? Ah ja, okay. Ich lasse das Krapschen jetzt mal unsanktioniert. Der wollte nur ein Autogramm. Oh nein, warum ist es so... Warum? Das wird ja immer ekliger. Jetzt bin ich richtig sauer. Der hat richtig Spaß am Rollen. Wie lange geht das jetzt so? Ey, sag mal, können wir uns mal darauf einigen, dass jetzt mal Feierabend ist oder was? Der hat richtig Spaß. Es gibt übrigens wirklich so Spinnen, die das machen. Und zwar in so Wüstengebieten. Gibt es Spinnen, die können rollen. Und zwar gibt es in diesem Gebiet auch so Wespen. Schwarze Wespen. Und die fangen gerne so Spinnen und legen ihre Eier im Spinnenleib und lassen dann die die Wespenkinder dann im Leib der Spinne heranwachsen und sie von innen auffressen. Und da haben die natürlich nicht so Bock drauf, die Spinnen. Und da haben die so eine Verteidigungsmaßnahme entwickelt, dass die sich, wenn die auf so einer Düne sind, quasi zu einem Kreis zusammenrollen und dann diese Düne runterrollen. Und da kommt die Wespe, verliert dann die Beute aus dem Blick, weil Wespen können einfach nicht gut gucken. Also die Idee, diese Tiere so zu gestalten, ist jetzt nicht völlig abwegig. Aber so groß muss ich nicht haben. Wenn Spinnen jemals so groß werden, dann bin ich auch raus, muss ich ehrlich sagen. Dann bin ich raus. So, ich glaube, hier ist dann auch nichts mehr. Sehe ich das richtig? Wieder eine Sackgasse. Oh, hier ist ein kleines Blumenfeld. Schaut mal, hier kommen wir wieder raus. Taujuwel. Aber... So, jetzt sind wir hier wieder draußen. Wir waren denn auf der oberen Ebene? Also wir sind... wir können da auch nochmal wieder rein. Ich glaube nicht, dass wir da schon alles gesehen haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Endboss. Tja, komme ich da jetzt runter? Das kann man schwer einschätzen. Aber ich meine, da unten ist... Ey, kann man eigentlich... Warte mal. Kann man völlig gefahrlos in Wasser springen? Oder verwechsel ich das gerade mit Minecraft? Da unten ist ja ein kleiner Tümpel. Kann ich da einfach reinspringen? Ich weiß es nicht mehr. Dieses Gebiet hat meine kartografischen Fähigkeiten, kann man nicht, ne, an seine Grenzen gebracht, sagt Mr. Eisbär. Ja, das glaube ich dir. Guck mal, da ist so eine Schildkröte. Wir haben ja neulich gelernt, dass man auch mit Schildkrötenhälsen jetzt irgendwas craften kann, sodass die jetzt leider auch auf dem Speiseplan stehen müssen. Diese friedlichen Kreaturen, die niemandem jemals was getan haben. Ich überlege gerade, ob ich da nochmal reingehen soll. Was ist denn hier schon wieder? Okay. Ein Trichter-Ork. Der wohnt in der Erde und wenn er jemanden hört, dann kommt er hervorgebuddelt, um den tot zu prügeln. Auf jeden Fall wird er ein sehr geduldiger kleiner Gnom gewesen sein. So. Hier könnte ich auf jeden Fall runter. Ich überlege wirklich, ob ich da nochmal reingehen soll. Weil das kann man ja gar nicht...
erfassen, wo ich jetzt überall gewesen bin. Eventuell ist da drin noch irgendwas Geiles versteckt. Diese Blutsaugermücken sind auch ekelhaft. So, ich verliere jetzt komplett die Orientierung, aber ich bin jetzt ja an der oberen Ebene. Das heißt, ich kann ja hier auch noch wieder eine Etage runter. Und ich weiß nicht, ob es da dann vielleicht auch einen Ausgang gibt, wenn ich jetzt hier mal wieder runter jumpe. So, das ist der erste Wirbel, da ist der zweite Wirbel. Und eventuell gibt es ja hier auch einen Ausgang. Dann bin ich ja noch eine Ebene tiefer wieder. Boah, ey. Halten wir das hier mal eben ab. Da oben, guck mal, da ist auch noch ein Item. Also wir können da ra- Okay, hier gehen wir nochmal rauf. Und allein für das Item da oben hat sich das doch gelohnt. Verzeihung, ihr habt mein Item leider in Beschlag genommen. Das ist auch eine scheiß Situation, wenn du zum Helfen kommst, weil deine zwei Brüder angegriffen werden und denkst, ja, der ist ja alleine, zu dritt werden wir schon mit dem fertig und bevor du oben angekommen bist, sind die tot. So, verlässt einem dann der Mut oder sagt man, jetzt zieh ich das auch durch? So, bin überhaupt kein Fan von Mücken. Ich mag auch nicht, dass sie so fliegen können. Guck mal, hier waren wir doch noch gar nicht. Oder bin ich hier nicht weiter auf Erkundung gegangen? Nee, ich meine, hier waren wir auch noch nicht. So, einmal alles abreiten hier. Ekelhaft. Kopf der großen Libelle. Obwohl, es ist nur eine Libelle. Ich dachte, das wäre eine Stechmücke. Oh, was bist du denn? Bist du ein... Nee, das ist kein Freund, alles klar. Den kümmern wir uns gleich. Erstmal schauen, ob da auf der Ebene noch irgendwas ist. Komm ich gar nicht rauf, so ohne weiteres. Jetzt kann ich parieren üben, ja. Das stimmt. Wir haben doch so einen auch schon mal getroffen, oder? Wir holen uns dann erstmal die Gnade. Warum soll ich jetzt irgendwas riskieren? Oh, geil! Nachricht von Dane. Hier lasse ich den Rest des Fleisches meines Körpers zurück. Okay, dann lass uns mal gucken, ob ich... Kann ich noch nicht aufsteigen? Doch. Sehr geil, wir sind auf Stufe 8. Das geht ja aber nicht. Nee. Das ist sehr, sehr gut. Wisst ihr, was ich mir gerade überlege? Wisst ihr, was wir mal kurz machen können? Ist jetzt unsexy zum Zugucken. Aber ich muss irgendwann auch mal anfangen... einfach Sachen wegzupacken. Sowas hier zum Beispiel. Ein Dolch lasse ich mal drin. Was ist das? Erdenstahldolch. Braucht man das überhaupt alles? Was ich hier habe. Braucht man doch bestimmt alles überhaupt nicht, oder? Stockschwert. Was ist das alles? Oh, ist ein Mikella-Ritterschwert gut? Nee, oder?
Die behalten wir. Das Claymore. Ganzen Großschwerte. Großschwerte Einsamkeit. Das haben wir auch bekommen von dem Ritter da. Ich weiß gar nicht genau. Ich pack das jetzt mal alles weg. Alles, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, das würden wir zeitnah benutzen. Einfach mal ein bisschen Platz machen. Meteorklinge. Drachenschuppenklinge habe ich auf plus 8? Oder habe ich die in dem Zustand bereits gefunden? Oh, Malenias Hand. Warte mal. Oh, das Großkatana haben wir auf 25. Das behalte ich natürlich. Das ist das Eisding. Gargoyles, Doppelklinge. Kann ich alles nicht nutzen, weil es Stärkewaffen sind. Oh, die macht 100 pro auch Blutverlust, ja. Eleonoras Stangenwaffe. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. So, was haben wir hier noch? Weg, weg, weg. Alles weg. Ein bisschen aufräumen, damit das hier nicht so überfüllt ist. Den behalten wir, den haben wir auf 24 gemacht. Der ist so gegen Steinwesen. Das nicht nutzen. Ein gutes Gefühl. Einfach mal aufräumen. Diese Handexplosion, na, da brauchen wir. Obwohl, das könnte ich vielleicht irgendwann mal aus Gag ausprobieren, weiß ich nicht. Feuerfunken Parfümflasche. So, komm, ich hau die jetzt hier alle weg. Alles, was ich nicht wirklich brauche. Was ist denn das für ein geiles? Auch ein Dolch. Komm, alles weg. Okay. Das behalten wir. Weiß ich auch nicht. Brauchen wir das? Den behalten wir. Oh, so viel besser. So schön aufgeräumt. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt hier ist. Eisblitzschwert. Tanz der Kraniche. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Vielleicht probiere ich das irgendwann nochmal aus. Lass ich einfach mal drin. Okay, aufgeräumt. Hammer. Und hier können wir auch ein bisschen aufräumen. Wir haben den, das sind, warte mal, was hatten wir? Ah nee, warte. Mist, jetzt habe ich irgendwen. Warte. Den hier, den schwarzen Bogen, will ich behalten. Die Salben, Armbruststärke 13, ja, die könnten wir vielleicht irgendwann nochmal führen. Na, ja, die Dinger erstmal nicht, packen wir raus. Das ist das Siegel der goldenen Ordnung. Siegel der. Whatever, was ist das? Verstärkt Messmas Feueranrufung. Haha, ja. Okay, also jetzt haben wir schon mal ein bisschen was weggepackt. Das ist insbesondere bei den Waffen, glaube ich, ganz interessant. Hast du die Estusflasche mit Absicht auf plus 11 gelassen? Nee, natürlich nicht. So, da hinten ist jetzt so ein Rittersmann. Guten Tag. Wollen wir ein bisschen miteinander tanzen? Hallo. Nehme ich mein Großschwert mal? Ich überlege, ob ich den parieren soll, aber der ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hallo. Kommst du runter oder was? Oder wie ist das jetzt mit uns beiden? Ich lasse dir auch Zeit, bis du vernünftig runtergekommen bist. Alles klar.
Okay. Okay. Der lässt sich auf jeden Fall... Okay, der macht gut Damage. Nein, schöne Blume. Leicht genervt von... What? Was ist denn mit dem verkehrt gelaufen? Da mache ich ja richtig viel Damage. Ist das hier in der Nähe? Wenig. Habt ihr es gerade gesehen? Was der für ein Damage-Output hat? Da sind meine. Okay. Nehmen wir mal lieber beide, ne? Ah, die leicht verzögerten Attacken. Nicht getroffen, okay. Lol. Okay. Der ist ganz cool. Also der ist auf jeden Fall nicht so leicht einzuschüchtern. Ah ja. Aber der hat schon einige fiese Attacken, der Buddy. Überlegt, ob ich vielleicht mal just for fun das Schwert wechseln soll und wir gehen mal auf das Eisschwert. Ach, wartet, ich habe die Asche von dem Katana entfernt. Natürlich doof. Warte mal, das ist das Ding mit Eis. Jetzt habe ich das. Das ist mein Eisding? Frostnebel, ja. Ich probiere mal Frostnebel. Einfach just for fun. Hi, buddy, it's me. Hope you enjoy the show. So, ist er jetzt schon angefrostet? Oh ja, sieht gut aus. Er ist frostig unterwegs. Okay, da sollte ich jetzt mal ein bisschen abhauen einfach. Weil das ist halt echt ein Stamm. Ah, warte, warte. Ja, entschuldigen Sie bitte. Okay, ich bin ja da. Okay. Ja. Okay, hüpfen wir mal lieber. Okay, oh Lolski. Ah, ja. Okay, jetzt bin ich
mich so ein bisschen aus dem Timing raus. Warte, warte! Juhu! 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 Okay, fuck. Okay. Nein, ja, nein, 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 da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, gar kein Interesse dran. Devonias Hammer. Hammerhelm des Schmelztiegels. Hammerhelm des Schmelztiegels. Okay, alles klar. Die Sonnenblume, nee, die habe ich gestern nicht mehr gemacht. Die hat mich zu sehr genervt. Okay, was habe ich jetzt bekommen? Der Helm von Devonia, der am längsten dienenden Schmelztiegel-Ritterin. Durch diesen Helm strömte die Macht aus dem Schmelztiegel des Lebens, der ursprünglichen Form des Erdenbaums, verstärkt Anrufungen für die Aspekte des Schmelztiegels. Es heißt, Devonia habe nach dem Ursprung des Schmelztiegels gesucht und die Lande des Erdenbaums ganz ohne Begleitung verlassen. Ja, die hat jetzt keine Fähigkeit oder so. Aber ist doch ganz schön. Was haben wir noch? Das hier. Diesen Hammer. Tischstärke 30. Liegen neue Bosse. Nee, aber warte mal. Habe ich Danke gesagt heute schon? Herr hier Steinbrecher passt doch perfekt zu dem Boss gerade. Vielen lieben Dank für den Support. Herr Mo. Vielen Dank. So. Ey, wisst ihr noch, es gab doch irgendeinen Hanselmann. Der hat mir Belohnung versprochen, wenn ich weitere dieser Kreuze hier finde. Und irgendwo, ich weiß nicht, ob das muss ja zu Beginn gewesen sein, einer dieser NPCs hatte mir gesagt, ey, wenn ich mehr von denen finde, dann sag mal Bescheid. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ob das der da war oder ob das die da war. Wer war das noch? Ansbach? Wo war nochmal Ansbach? Das muss relativ zu Beginn gewesen sein. Hey, Maxim! Hi, was geht ab? Guten Morgen! Der müsste in der schwarzen Festung sein, echt? Diese? Meinst du Schloss Enis? Der oben. Du meinst doch nicht diese hier, oder? Nee, da war das nicht. Hier beim Baum? Nee, diese hier? Warte, da habe ich doch gerade was von Ansbach gelesen. Warte. Das war Sir Ansbach, seid ihr sicher? Ich dachte, das wäre sehr viel weiter vorne gewesen. Oder war das der da? In der Bibliothek. Da war er auch vorher. Ah, der wandert. Okay, alles klar. Dann, Aber warte mal, wie komme ich am besten an den ran? Ist es das hier? Das ist ja so verschachtelt, dass man gar nicht genau weiß, auf welcher Ebene der jetzt steht. Man würde jetzt ja erstmal denken, ich müsste das hier nehmen. Aber, wie gesagt, der kann auf jeder beliebigen Ebene sein. So, wo sind wir? Wir wohnen hier. Wir wollten ja eigentlich mal dieses Kartenstück noch finden. Ja, ja, ich war da schon drin, Maxim. Das ist ein fantastisches Level, aber es ist wirklich krass. Zweites Geschoss, glaube ich. Okay. In der Bibliothek war Hornerhold. Also da gibt es ja diese eine Frau, die ganze Zeit vor sich hin säuselt, dass sie aus den ganzen Schriften nicht schlau wird. Und mit der können wir auch nicht wirklich interagieren. Die ist nicht aufnahmebereit, weil die so sehr in ihren Studien versunken ist. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir vielleicht ein bisschen leveln. Wir brauchen 90.000. 96.000 Mark. Aber wir haben ja noch diverse von diesen Seelchen hier. Warte mal. 50, 30, haben wir schon mal 80. Ja, was sollen wir sonst mit denen machen, ne?
Du meinst den, der dir die Karte mit den Kreuzen gibt. Ja, ich krieg's nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber ich weiß, dass es ein Typ gab, ziemlich zu Beginn, der hat mir gesagt, wenn ich weitere von diesen Kreuzen finde, soll ich ihm doch bitte Bescheid geben. Ich glaube, er sagte, so viel wie 6 kennt er, glaube ich. Irgendwie so war das. Und wenn ich mehr finde, dann würde er sich sehr freuen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht hat er auch eine tolle Belohnung für mich dann. So, dann machen wir das noch. Dann sind wir bei 80. Und jetzt brauchen wir noch 16.000. Und dann machen wir noch mal ein kleines Level. So. Ja, komm, wir nehmen jetzt dann einfach diese hier. Das war der Hornerhold. Wie gefällt dir das DLC? Super. Also es ist großartig. Das ist wirklich einfach großartig. Die Welten. Allein, wie gesagt, diese eine Burg. Das ist unfassbar. So, wir gehen nochmal. Machen mal Geschick. Können wir auf 60 bringen. Guck mal, Maxim, ich habe immer noch das, was du mir da gebaut hast. Bei dem. Oh, guck mal, was ist auch eine Brücke? Mit so schwarzgestaltigen Leuten. So. Da sind die Wasserfälle. Es ist so prächtig. Jetzt bin ich erstmal auf dieser Ebene. Da geht's rüber auf die andere Seite. Vielleicht sollte ich mich einmal hier umschauen, bevor ich über die Brücke reite. Was hier, oh, guck mal, hier ist ein kleiner Lagerplatz. Hier muss doch vor kurzem noch jemand gewesen sein. Die Blut ist noch heiß. Oh, Trockenblattwirbelwind. Oh, das ist so eine Kung-Fu-Asche. Ich glaube, hier würde ich sterben, wenn ich hier runterspringe. So, einmal noch abreiten und dann gehen wir über die Brücke. Aber ich glaube, so viel ist hier jetzt. Warte mal, wir kamen von da. Also, warte, was ist denn hier links noch? Die Stufen rauf. Hier, warte, das snacken wir nochmal weg. Keine Ahnung. Hallo, den lasse ich in Ruhe. Der hat mir nichts getan. Naja, okay, das haben wir jetzt schon alles gesehen hier. Gut, dann gehen wir über die Brücke. Mit gehen manch reiten. Oh, da ist sie. So, die haben alle jetzt, guck mal, die sind so schwarz, ne? Die anderen waren so astral, da konnte man richtig durchgucken und die sind aber schon ganz schwarz. Ich weiß nicht, ob das eine andere Existenzebene ist, die die jetzt haben. Ob die vielleicht einfach kummervoller. Was ist denn das? Können wir das bitte nicht machen? Fuck! Alright. Das ist neu. Okay. Merke ich mir. Merke ich mir. Dann sollte ich vielleicht jetzt mal ein bisschen. Ey, wieso? Ich meine, das sind nur 12 Seelen, aber. Oder 0 vielleicht sogar. Nee, ein bisschen mehr. So. Ganz schnell mal über die Brücke. Items ignoriere ich. Scheiße, komme ich überhaupt drüber? Fuck! Scheiße! Geronimo! Okay, der ist sehr zornig offensichtlich. Ein zorniger Mann. Krass. So, gucken wir erstmal hier. Da tobt der Sturm. Aber hier wird er mich nicht erreichen. Glaube ich. Was ist das für eine Eule? Oh, ist die schön. Guck mal. Eine Adlereule. Was denn, ist das irgendein Adler? Sind das dieselben Adler? Die gleichen Adler, die sonst auch immer da an der Klippe sitzen? Nee, das ist doch so Leucht.
Sind das Eulen oder Adler? So eine Mischung, oder? Eulenadler sind das, glaube ich. Ich lasse die mal leben. Wenn die mir nichts tun, greife ich sie nicht an. Eultler. Euladler. Ja, warte mal, ist hier nichts drin? Ist das hier einfach nur so eine kleine Eulen... So ein Eulenschlag? Ah, okay, offensichtlich ist hier nichts drin. Was willst du machen, ne? Kannst du nichts tun. Was? Was zappelt denn da schon wieder? Ah, da sind wieder so Fledermäuse. Okay, dann müssen wir in Richtung dieses Feuergolems und den dann entweder besiegen oder erstmal links liegen lassen, was ja auch eine absolut legitime und überhaupt nicht feige Option ist. Hi! Also, ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal hier rüber zu reiten, wenn ich gegen den kämpfe und vielleicht verlieren sollte. Alles klar. Nö, ich hab's jetzt nicht so nötig. Ich werde erstmal hier gucken. Ach, muss ich die Steine finden? Ja. Wo sind die Steine? Also, es gibt immer so Steinhaufen, falls ihr das noch nie gesehen habt. Und die muss man erstmal kaputt kloppen. Und dann aktiviert sich hier dieses Sprungwirbel. Dieser Sprungwirbel. Da sieht man schon das Geisterpondo aus. So ein bisschen Quanten. Scheiße, Quantenmechanik. Fuck. Und in aller Regel soll der ja in der Nähe sein. Also man muss nicht so weit laufen, aber es wäre albern, wenn der jetzt auf der oberen Ebene ist. Eigentlich. Weil, wenn ich auf die obere Ebene komme, brauche ich das Sprungding nicht mehr. So dringend. So, hier, diese Libelle, die macht mich ganz nervös. Weil wenn die jetzt auf mich herabfährt und mich sticht, das finde ich ganz ekelhaft. So, was ist jetzt hier los? Wo ist dieser Stein? Der wird ja nicht einfach hier so rumliegen, oder? Okay, ich weiß nicht. Ich versuche mal mein Glück. Sehr riskant. Vielleicht ist es hier alles eine Sackgasse. Ja, das ist komplett einfach eine Sackgasse. Wenn er mich jetzt gleich ins Visier nimmt. Ja, das tut er. Das tut er auch. Schnell, Galopp, Galopp. Der ist wirklich richtig sauer. Irgendwas hat ihn wirklich richtig wütend gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Da brennt mir der Würzel. Ja, mit dem muss man... Ah, guck mal, hier ist eine Gnade. Sehr nett. Ja, also ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, gegen den anzurennen, weil da muss ich erstmal irgendeine Mechanik checken, damit ich den lege. Was ist das? Was ist denn das? Der schmeißt da so rote Kügelchen runter. Sind das Kinder, die einfach unschuldig am Treppenaufgang spielen? Ach, scheiße. Oder ist das irgendwas? Ach, hör auf. Selbst im Tod kann der Wachhund nicht seine Natur ablegen. So, was wird jetzt hier nach mir? Ach, der schmeißt das auch nach mir, okay. Lassen wir die mal spielen hier. Ach. Okay, alles klar.
So, wer hat jetzt nach mir geworfen? Wer von euch war das? Dann halt alle, wenn ihr nichts sagt. Ihr hättet mir auch eine ausliefern können. Wenn zwei auf einen gezeigt hätten, dann hätte mir das gereicht. Aber nein. Bin ich hier schon wieder in so einer... Ach du Scheiße, das ist doch irgendein Sport, den die hier machen, oder? Das ist doch ein bisschen wie Bowling oder sowas. Die Geister müssen ja auch irgendwann. Mann, ich mach doch erstmal gerade was anderes. Warte doch mal kurz. Du musst dich immer in den Vordergrund drängen. Okay, weißt du was? Ja, ich hab die Schnauze voll von dir. Jetzt hat er auch noch so. Richtig Schnauze voll von dem. So. Okay, warte ganz ruhig. Kann ich mich einmal heilen und jetzt, oh, jetzt macht er wieder diese Kacke hier. Genau. Doch, es ist noch einer gekommen. Und du, was wolltest du dich jetzt hier einmischen, ne? Das mag ich ja gar nicht. Wir sind hier in einem Setting, in dem der Kampf Ritter gegen Ritter, 1 gegen 1, Usus ist. Das hat was mit Ehre zu tun. Sich in ein Duell einzumischen, von hinten zu kommen, das ist einfach nicht zeitgemäß. Das macht man nicht. Okay. Aber da hinten ist doch noch was Schönes, das sehe ich doch. Oh, immer diese platzenden Keramik. Okay. So, wir gehen nochmal da tiefer rein in die Katakomben. Mhm. Ah, jetzt sind wir wieder eine Ebene tiefer. Warte mal ganz kurz. Ist das die Treppe, die ich raufgeritten bin? Ich glaube ja. Das ist die Treppe, die ich raufgeritten bin. Kam ich doch her, oder nicht? Das ist doch die Gnade. Ich guck mal, ob da noch ein anderer Ausgang ist. Ach, Kraffi ist auch da. Hallo, Kraffi. Denim and Leather. Vielen Dank für den Support. Denim and Leather. Das ist ein Fashion Statement, oder? So, guck mal, da geht's doch noch weiter. Hier geht's raus. Okay, dann gehen wir jetzt einmal noch kurz hier lang. Was ist hier noch? Item. Oh, ein Fahrstuhl. Pferdefahrstuhl. Dann geht's hier nach oben. Okay. Bakayaro, auch dir herzlichen Dank. Guck mal, jetzt sind wir wieder eine Etage höher. Jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Da ist irgendwas Rotes. Du Scheiße, wer bist du denn? Ich hatte jetzt gar nicht mit dir gerechnet, ehrlich gesagt. Okay.
das war wieder so. Ich wusste, dass es kommt, aber... Oh, der noch schwingen. Ah, falsche Seite. Okay, jetzt haben wir... Okay. Nein! Oh. Kommst du runter, oder? Warte mal kurz, bitte. Kann ich auch mal einmal schießen oder ist nur du jetzt? Frech, einfach super frech. Lass mich doch mal in Ruhe kurz. Ich will mich ja nochmal umgucken. Ich tue ja nichts. Hallo Bastian. Ist das noch das DLC? Das ist DLC-Grafik, genau. So. Also. Das Schwierigste ist wirklich jetzt die Orientierung zu behalten, zumal ich das Kartenstück noch nicht habe. Also, da geht's runter in das versunkene Dorf. Da wartet wieder irgendjemand anderes, Hochnäsiges. Da können wir in diesen... Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Tempel, Pavillon. Da ist wieder eine Höhle. Also, es ist ja einfach gigantisch. Göttliche Vogelfedern. Achso, das ist das von ihm gerade. Ist das hier noch ein Fahrstuhl zufällig? Nee. Boah. Jetzt kann ich euch schon mal nicht mehr sagen, nee, hier kam ich nicht raus. Hier ist noch irgendwas Rotes. Das hätte ich doch bemerkt. Was ist denn hier los? Ach, ist das so Giftsuppe oder was? Ah nein, der Herr der Fliegen. Guck mal. Was machst du denn hier? In meinem kleinen Tümpel? Lass mich dir zeigen, wie wir hier mit ungebetenen Eindringlingen umgehen. Aua! 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 Was machst du? Au! Au! Ah, oh, hier nisten die einfach, hier brüten die. Es muss richtig eine so eine warme... Schwüle. Das ist ja unfassbar, wie verwinkelt das ist. Es geht, man reitet nach links, dann tun sich wieder... Abgründe auf und man hat eine komplett neue Welt. Das blubbert und wabert und... Oh, da geht eine Treppe hoch. Unfassbar. Aber diese kleinen Knospen... Oh, oh. Ja, ist klar. Natürlich, ja. Okay, exakt so machen wir das. Gar kein Problem. Ich erhebe auch keine Einwände. Das war nämlich der eigentliche Alpha. Nils, darf ich fragen, wie du das DLC findest und ob du bei 40 Euro eine Empfehlung aussprechen kannst? Ja, absolut. Absolut, es macht total Spaß. Das ist einfach fantastisch. Es ist riesengroß. Es ist unglaublich. Also es, natürlich ist das 40 Euro wert. Meiner Meinung nach. Ich meine, es ist ja auch immer, Geld ist ja auch ein Stück weit subjektiv. Aber in meiner subjektiven Werteskala ist der auf jeden Fall 40 Euro wert. So, wir machen kurz YouTube-Pause, weil ich habe so bis 3 Zeit und das wäre doch perfekt. Dann können wir genau jetzt die zweite Folge bis um 3 machen. Das passt perfekt. Haben wir 2 kleine YouTube-Völkchen. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Erkundung geht natürlich hier nahtlos weiter. Wirklich die größte Herausforderung ist es, nicht die Orientierung zu verlieren. Also jetzt reite ich da gleich wieder rein. Und habe aber dann wiederum 2, 3 andere Wege dann nicht genommen, das überhaupt noch im Hinterkopf zu behalten und die dann irgendwann nochmal abzureiten. Das wird eine Mammutaufgabe.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.